Drake weiß, wo Checkmarsh steckt. Er ist auf den Dächern beim alten Trainingsgelände der Runner nahe der Kanalisation. Aber auf dem Weg dahin wimmelt es nur so von Korps. Du kannst den Kanälen bis nach Hampton Town folgen. Also los. Grüße und herzlich willkommen zum dritten Teil von Let's Play Mirror's Edge. Jetzt musste ich ganz kurz überlegen, wie der Titel hieß, aber es ist mir zum Glück doch noch eingefallen. Im letzten Teil waren wir auf der Flucht und nun geht es darum, einen Kontakt zu finden. Ja, wie gesagt, unsere Hauptdarstellerin hier, unsere Protagonistin heißt Faith und wir müssen jetzt, wie gesagt, einen Kontakt finden, welcher dann noch Informationen hat für uns, der dann wohl weitere Kontakte bereithält. So, jetzt geht es erstmal darum, hier am Rohr wieder hoch zu klettern und hier an diese Stange. Das ist halt die Frage. Ach, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Es geht wieder gut los. Also wie gesagt, das mit der Steuerung erfordert etwas Übung und das ist dann gar nicht mal so einfach, hier lang zu kommen. Also jetzt wieder hier ran. Jetzt wieder ein bisschen Schwung holen. Und jetzt. Aber irgendwie... Wie habe ich denn das gerade gemacht? Und man muss wirklich sehr genau arbeiten. Das bin ich halt auch nicht so gewohnt. Aber das wird schon. Irgendwie wird das gerade nicht so werden, wie ich das haben möchte. Also machen wir jetzt erstmal ein Herumgefehle am Anfang. Hoffentlich geht es dann dafür am Ende. Nee, nach dem Anfang skillbehafteter weiter. Na, das ist doch schon mal was. Jetzt können wir hoffentlich hier um die Ecke. Na, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Leider sind die Texturen ganz schön verwaschen. Ah, ja, jetzt muss ich also dort drüber, um weiterhin über einen Zaun zu gelangen. Na, dann gucken wir doch mal, ob wir rankommen. Die Frage ist, wo ich denn jetzt genau hin muss. Oh, da war schon wieder ein Helikopter. Die Frage ist... Eigentlich hatte ich die Taste gedrückt, aber irgendwie will das auch nicht. Das sieht irgendwie chinesisch oder japanisch aus. Also das habe ich... Na gut, es wirkt asiatisch. Das muss man mal festhalten. Also die Person sieht auch asiatisch angehaucht aus. Naja, wir laufen ja schon. Wir versuchen uns mal hier drunter zu verstecken. Ein bisschen Feuerschutz kann ja nie schaden. Ja, ja, dann mach mal. Du wirst mich sowieso nicht treffen. Sage ich jetzt so großkotzig und nachher schießen sie mich ab. Ah, hier können wir aber immer drunter ein bisschen Schutz suchen. Jetzt haben wir unsere Klamotten dreckig gemacht, aber das spielt ja jetzt gar keine Rolle. Auf der Flucht, da können unsere Klamotten aussehen, wie sie möchten. Und dann können wir das hier nämlich als weitere Versteckmöglichkeit nutzen. Und springen wir mal hier schräg rüber. Oh, da wird man ganz schön geblendet von der Sonne. Oh, ein von drei Koffern gefunden. Nicht übel. Eieieiei. Ah, stimmt, wir können ja an der Wand entlang rennen. Und da können wir immer weiter Schutz suchen. Und genau so sieht es aus. Also wir werden wohl hier immer etwas zickzack laufen müssen. Springen schnell nach oben. Hier wieder an die Wand. Ah, so ist es fein. Ui. Hier können wir drunter durchsliden. Aber irgendwie haben die mich gerade in einem Mangel. Oder auch nicht. Wir müssen mal ganz kurz überlegen. Wir hüpfen hier mal schnell übers Bild. Oder durchs Bild, besser gesagt.
Ah, okay, hier haben wir einen unterirdischen Schutzraum. Naja, was heißt unterirdischer Schutzraum? Achso, da muss ich D drücken. Hätte man vielleicht auch noch ein bisschen feiner texturieren können, dass das nicht so eckig aussieht. Ah, jetzt sind wir wieder am Rohr und können Rohr an Rohr Richtung, ja, Lüftungsschacht. Ach ja, die guten Lüftungsschächte, wenn es die nicht gäbe, gäbe es so manches Weiterkommen im Spiel nicht. Ah, diese Blendeffekte sind schon was Feines, schade nur, dass die ein bisschen übertrieben scheinen. Ah hey, das ist ein Spiel aus dem Jahre 2009, da darf ich nicht diese Anforderungen stellen, die ich anno 2013 habe. Ich hab mich einfach an der Wand umgedreht. Sie haben dich eingekesselt. Du musst die Kanalisation erreichen. Was würde denn passieren, würde ich da einfach nach unten fallen? Ich glaube, nicht wirklich wohl. Jetzt springen wir hier rüber. Ah! Der Kran befördert mich eigentlich nach unten, aber irgendwie bin ich davon abgerutscht. Na komm, das machen wir nochmal. Also öffnen die Tür. Und jetzt heißt es wieder rauf auf die Container. Können wir hier den Anlaufsprung... Also hier... Na gut, können wir nicht, aber... Wir... Ja, verschwenden keine Sekunde. Wir müssen wieder hier rüber. Ah, das Ding dreht sich und wir werden jetzt vor irgendwo hin müssen. Rumstehen ist auf jeden Fall die falsche Alternative, also werden wir wohl dort rüberspringen müssen. Na gut, langsam kapier auch ich es. Also die schießen das dann wohl ab, sodass das nach unten fällt. Finde ich schön gemacht. Ja, das gefällt mir. Nun gut, es wird nach unten gelassen. Jetzt sind wir erstmal hier drauf. Was bringt uns das? Außer, dass der Helikopter hier über uns ist. Naja. Das habe ich mir irgendwie doch anders vorgestellt. Soll ich ab... rüber? Uiuiuiui. Also hier ist man wirklich unter Druck, muss man sagen. Denn... Warum springt sie denn nicht immer ab? Und warum rollt sie sich nicht ab? Das verstehe ich nicht. Ja, ich bin doch schon dabei. Das war jetzt mal ganz kurz dem Atem stocken, denn... Also was habe ich jetzt bitteschön falsch gemacht? Ich bin hier an die Wand. Genau. Kralle mich hier fest. Also wie gesagt, man muss doch ziemlich genau hier vorgehen. Und ich frage mich gerade... Also wie gesagt, das ist unsere Faith. Sie ist sozusagen eine Runnerin. Eine Runnerin. Vielleicht sollte ich es noch amerikanischer aussprechen. Weiß es nicht. Na gut, lassen wir das. Ist jetzt übrigens kein Hass gegen diese Sprache, also keine Sorge. Verstehe ich zwar gerade nicht, wie das hier zustande kommen konnte, aber ich hatte mal geguckt, gibt es dazu überhaupt noch ein anderes deutsches Let's Play? Also es gibt Let's Plays zu diesem Spiel, aber... Naja... Ob es nun andere Deutsche gibt, wäre mal interessant zu hinterfragen. Müsste ich mich nochmal genauer umschauen. Wir müssen jetzt dort ran. Okay, jetzt habe ich die Wand zu meinem Vorteil genutzt, aber das hat mir irgendwie nichts gebracht, weil sie sich dann nicht daran festgehalten hat, wo ich es wollte, nämlich an dieser Stange. So. Naja, ich krieg das mit dem Timing irgendwann auch noch hin.
wieder an die Wand. Immer an der Wand lang, immer an der Wand lang. Also man muss wahrscheinlich seinen Blick schon ziemlich genau dorthin fokussieren. Ja. Es gehört schon einiges dazu. Die Hose muss auch sehr stabil sein. Also wie gesagt, mit dem Blick so präzise zu arbeiten, das ist auch nicht jedermanns Sache. Ja gut, wer Ego-Shooter spielt, der wird das nicht anders kennen. Aber dass es halt auch mit diesen Sprüngen so geschickt eingesetzt werden muss. Nottorrent-Regelung zum Benutzen, Knopf drücken. Regelungen in 15 Sekunden. Na, gucken wir doch mal. Und jetzt war ich nicht sehr nah an der Wand dran. Wo bin ich denn jetzt hier genau? Ach, wieder hier drüben. Also, wir drücken unsere Taste D. Jetzt haben wir es doch aber geschafft hier. Dort werden wir wieder so einen Hochsprung machen müssen. Ich hänge doch hier gerade irgendwo, oder? Na gut, oder auch nicht. Auf jeden Fall sind wir jetzt weiter. Ah ja, ich habe das Schema schon verstanden. Mal gucken, kann sie sich hier herablassen? Komm, lass dich herab. Zumindest hat das mit den Abrollen geklappt. Aber wir werden unseren Wallrun wieder durchführen. Und noch einmal, so schwer ist das eigentlich nicht. Mit Taste A, ich habe das ja umbelegt, kann man sich schön um 90 bzw. 180 Grad drehen. So, jetzt aber, komm. So sieht's gut aus. Bisschen zur Seite und jetzt nach oben. Also wie gesagt, dass man das alles aus dieser Perspektive, also aus der Ego-Perspektive erlebt, finde ich schön gemacht. Jetzt hier durchsliden, obwohl wir das nicht gebraucht hätten. Wir kommen in einen neuen Bereich. Na, worauf das hinausläuft, scheint ganz klar zu sein. Also. Na, mal gucken, ob das auch wirklich so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ich muss dann schon ziemlich genau da hingucken auch. Also. Moment. Ich krieg das hin. Oder auch nicht. Ich hätte mich wahrscheinlich schon wieder zu lange an dieser Stelle auf. Ah, der Boden sieht schon schön gemacht aus. Ich drücke hier irgendwas Falsches. Obwohl, nö. Kann man das denn überhaupt erreichen? Ist das denn dafür gedacht? Ist die nächste Frage. Ja, ich weiß, die Runner's Vision zeigt darüber. Also es geht. Aber mal gucken wir doch mal. Ein bisschen mehr Anlauf. Na, so ganz wird das noch nicht klappen. Nochmal ein Versuch. Ah, jetzt habe ich zu spät gedrückt. Das geht auch nicht. Also, komm nochmal. Jetzt aber. Es scheint wohl gerade nicht zu gehen. Obwohl, wenn das der einzige Weg ist, dann muss ich wohl doch da hoch. Ich meine, ich habe das Schema ja schon verstanden, aber... Na, so kann das erst recht nicht gehen. Oder kann sie sich da oben einfach festhängen? Ach. Genießt du die Atmosphäre da unten? Ist da irgendwas, was dir nach oben hilft? Ich drehe dein Signal hoch, aber das hält nicht lange. Warum willst du jetzt nicht weiter nach links oder rechts hangeln? Ach so, ich hänge mich jetzt hier einfach an die Kante ran. Also, warum einfach, wenn es denn auch kompliziert geht? So, jetzt guck nach oben.
genauso. Jetzt drehst du dich um 180 Grad und greifst nach der Leiter. Genau, so macht man das. Aber solche Geschicklichkeitspassagen vermisse ich in vielen heutigen Spielen, deswegen finde ich es schön, dass es die auch noch gibt. Und ganz ehrlich, sie erinnern irgendwie ein bisschen an Tomb Raider. Da gab es dann auch Passagen, die daran erinnerten, dass man ja millimetergenau teilweise springen musste. Ach Quatsch, unten durch. Ja. Ich habe hier keine Kanalisation. Auf der anderen Seite soll ein Ausgang sein. Sieht ziemlich hoch aus. Sehr schön. Deswegen begeben wir uns auch nach oben. Also wer das hier im Zeitmodus schafft, nicht schlecht, muss ich dazu sagen. Oh, da war eine Ratte. Die treiben sich hier also auch rum. Ja, und dadurch, dass wir uns jetzt ein bisschen kleiner gemacht haben... Nimm dies! Nein! Dreh dich um! Ach, geht nicht. Na, ist egal. Hier können wir rüber balancieren. Ja, obwohl, balancieren ist das nicht wirklich. Ah, aber wenn man vom... Naja, Teufel spricht. Naja, von dem spreche ich nicht gern. Denn ich glaube an Gott. Los, weiter. Glaub bloß nicht, dass die Kopf nicht da runterkommt. Ja. Ich bin ja schon auf dem Weg hier raus. Ah, die Cops scheinen einem wirklich überall hinzufolgen. Sie haben wohl geahnt, dass du dich da drin verkriechst und haben weiter vorne Scharfschützen postiert. Ach, na, es wird ja immer besser. Das heißt, wir können hier nicht lange fackeln. Fackeln haben wir hier sowieso keine. Oh Gott. Aber es macht Spaß, also dieses Spiel zu spielen, ja. Also bis jetzt haben sich auf jeden Fall die 2,50 Euro dafür gelohnt. Ja, man sieht eindeutig, wo diese Scharfschützen sind. Aber man hat auch gesehen, was passiert, wenn man nicht ordentlich abspringt. Nämlich eine Landung weiter unten, die den sicheren Tod zur Folge hat. Okay, jetzt können wir hier um die Ecke wieder rüber. Also diese Sprünge sind schon sehr gewagt. Und schalt die Scharfschützen aus oder geh ihnen aus dem Weg. Auf jeden Fall musst du da durch. Boi. Oh! Wie nett ist das denn? Kann ich das aufnehmen? Kann man jetzt eigentlich auch ein bisschen... Die Frage ist halt, kann ich damit auch ein bisschen rumhantieren? Ah. Also ich habe ein kleines Zielfadenkreuz, das bringt mir aber nicht wirklich viel. Kann ich denn hier auch zielen? Und das hat natürlich wieder keiner verraten. Achso, damit werfe ich das Gerät weg. Also das Spiel ist echt nicht für sowas ausgelegt. Und wie soll ich denn bitte damit zielen können? Das geht doch niemals. Es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben. Damit zu zielen. Nee, das geht schon mal nicht. Nee. Moment. Da können wir doch mal in den Optionen nachgucken, ob wir dabei Steuerung noch was finden. Steuerung? Aktionen gucke ich mal. Interagieren. Man könnte es ja mal mit Interagieren probieren. Also was passiert, wenn ich jetzt D drücke? Damit passiert auch nichts. Also... Ach komm, werfen das Drecksding weg hier, denn wir haben anderes zu tun. Schnell rüber. Ach, da können wir uns dranhangeln. Und schön in Bewegung bleiben. Ah, gut, dass du dich daran festgehalten hast und auch wieder nach oben ziehst. Was haben wir denn hier Schönes?
Kann ich das nicht öffnen? Okay, es klärt sich alles. Hier können wir wieder schön Anlauf holen. Also, die sind wirklich sehr athletisch, das muss man auch dazu sagen, denn sie können sich hier aus kurzem Anlauf, ja, sag ich mal, ja, über Abgründe winden. Und wie gesagt, diese körperliche Fitness, die man hierzu braucht, ist schon erstaunlich. So, jetzt nichts überstürzen. Da drüben müssen wir hin. Aber irgendwie, warum hält die sich da manchmal nicht fest? Das ist das, was ich daran grundlegend noch nicht verstehe. Aber schön, dass mir hier doch etwas Arbeit abgenommen wurde. So, jetzt sind wir hier an der Seite. Ich glaube mal, das kann hier aber nicht richtig sein. Naja, die Cops, die sind uns ganz schön auf den Fersen. Aber auch ich, ja, apropos Ferse. Ja, mit der bin ich wohl aufgekommen und habe mir erstmal sämtliches Gebein gebrochen. So, mit den Füßen haben wir uns hier abgefangen. Sie sind tränenlos, raus da, Fate. Aber wieso kann ich da jetzt nicht ran? Ich kann doch eigentlich immer an solchen Wegen sicher hin. Ja, ich muss da rüber, das ist doch klar. Also. Sie sind tränenlos, ah ja, jetzt. Jetzt hat es doch geklappt. Was bringt mir jetzt diese Tür? Die bringt mir jetzt nicht wirklich viel. Nee. Kann ich hier denn noch irgendwo hin? Also, hier sind wir wirklich auf dem Präsentierteller. So viel ist sicher. Das kann nicht gut gehen. Das sage ich gleich. Oha. Aber eine schöne, bedrückende Atmosphäre. Das heißt aber, ich muss doch irgendwo anders hin. Oder konnte ich da einfach irgendeinen Schalter betätigen, der die Tür geöffnet hat? Ich denke mal, das wird eher die Sache sein. Sie sind tränenlos, raus da, Fate. Ja gut, also die Steuerung ist manchmal ein bisschen seltsam. Aber das ist nicht weiter schlimm. Natürlich, hier haben wir einen Button, den wir mal richtig schön, ja, schlagen können. Haben wir jetzt die Qual der Wahl? Nee, also geht es... Hä? Ach so, ich dachte schon, was ist das denn für eine Sackgasse? Aber muss ich da echt schon anstrengen, weil es ist nicht alles so offensichtlich, wie man es gerne hätte, weil man ja eben aus der Ego-Perspektive spielt. Ah, schön gestrichene Rohre, ja. Wir dürfen jetzt aber nicht lange fackeln, denn wo geht es denn jetzt hier bitte weiter? Nach oben kommst du nicht. Naja, ich weiß, ich muss da hoch. Das ist schon ziemlich offensichtlich. Aber kann sie sich nicht daran festhalten? Darüber kommt sie ja auch nicht. Das klappt soweit auch nicht wirklich. Was passiert denn, wenn ich mich jetzt umdrehe? Kann sie sich vielleicht daran festhalten? Nee, das ist irgendwie auch gerade ein absurder Gedanke. Und was ist, wenn ich hier... Nee. Es muss doch einfach darüber klappen, dass ich jetzt hier nach oben springe. Oder muss ich vielleicht noch ein bisschen mich umdrehen? Ah, jetzt klappt es natürlich. So kommen wir auf einen Nenner. Hier kommen wir einfach so nach oben, ohne jetzt viel Bromborium herum. Naja. Gut, wir wagen es einfach.
sieht aus wie so eine Abwasseranlage oder sonstiges. Gate Control 08. Die haben wir jetzt sozusagen auch erreicht. Ja, und die kriege ich da drüben bestimmt auf. Ja, so ist das. Kann ich mich wieder hier vorsichtig entlanghangeln. Also dort möchte ich auch nicht runterfallen, weil aufgrund des Wassers sieht das bestimmt... Das ist der Hampton-Zugangspunkt, dein Ausgangsfeld. Jackknife ist nicht bereit. Also bestimmt auch... Naja, was werde ich jetzt sagen? Jetzt habe ich einen Faden verloren. Ich darf wahrscheinlich nicht zu sehr wegstehen. Achso, ich muss hier weiter rüber. Okay, sie hat sich diesmal dran festgehalten. Sehr schön. Das heißt also, wir haben jetzt einen anderen Weg aus der Kanalisation genommen. Oder durch die Kanalisation woanders hin. Hat er ja auch gesagt, dass wir zumindest einen gewissen Teil unterirdisch zurücklegen können. Ich weiß ja nicht, vielleicht kommt ja auch mal eine Stelle, wo man trotzdem, sage ich mal, ja, über die Straßen rennt. Vielleicht kommt das ja auch ab und zu mal vor. Und hey, ich habe schon lange nicht mehr gefailt, aber das kommt sicherlich noch. Gut, dann werden wir uns hier mal an die Leiter heften. Gut, dass das alles so positioniert ist. Hier werden wir den Wasserhahn abdrehen, denn hier hat jemand seine Wasserrechnung nicht bezahlt und wir sind im Auftrag der Stadtwerke bei der Wasserversorgung unterwegs, wenn da nicht schon das Wasser privatisiert wurde. Denn dann weiß ich jetzt auch nicht, wo genau weiter. Bleibt ja eigentlich nur die Möglichkeit, hier waghalsig heranzuspringen. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Also manchmal drücke ich die Leertaste, aber sie springt nicht ab. Da kann ich jetzt nicht beurteilen, ob das an meiner Leertaste liegt oder an der manchmal hakeligen Steuerung. Also nochmal ran dort. Da ich drücke und nichts passiert. Aber sie will sich daran auch partout nicht festhalten. Also irgendwas sehe ich hier wieder nicht. Aber wenn hier schon das Wasser abgedreht werden muss, hat es doch einen Sinn, dass ich darüber gehe. Was anderes kann es ja eigentlich nicht sein. Also von hier komme ich ja. Ich muss wahrscheinlich irgendwie da hoch. Aber die Preisfrage ist eher, wie ich da hochkomme. Ich sehe schon. Ja, aber das geht dann nicht anders. Ich muss dort dran springen. Naja gut. Etwas unfreiwillig, aber so klappt es auch. Manchmal muss man eben den etwas schmerzvolleren Weg gehen. Dann klammerst du dich hieran fest, dass wir hier nach oben kommen. Sehr gut. Also sind wir doch bald am Ziel hoffentlich angelangt. Hier geht's wieder an die Leiter. Und an der Leiter geht es weiter nach oben, dass wir jetzt auf diesen Träger hier können. Okay. Da müssen wir uns jetzt wahrscheinlich beeilen. Wir sollten möglichst mittig stehen, damit wir hier auch nicht in Schieflage geraten. Das war's schon. Das war aber eine kurze Fahrt. Dafür haben wir jetzt so viel Geld bezahlt. Nein, haben wir nicht. Ach so, ich verstehe. Ich muss... Ja, fährst du auch wieder nach unten? Kannst du jetzt wieder... Ja. Das muss bei uns zwar ein bisschen... Moment! Ach, das kennt nur zwei Positionen. Na gut, besser spät als nie.
dass ich das jetzt auch verstehe. Also, das gelötet wieder nach unten. So, jetzt kommen wir aber hier. Warum eigentlich genau hier diese Kransteuerung ist, frage ich mich. Aber schon ganz schön gefährlich, solche riesigen, klaffenden Löcher hier. Jetzt müsste das Ding eigentlich wieder nach oben kommen. Tut es nicht. Komm jetzt hier. Rüber dort. Das heißt, das ist ein Stück warten und... So viel zum Timing, was hier nicht wirklich gut funktioniert. Ach komm, das schaffen wir jetzt aber. Wo steht dieses Gelöt denn? Da kommt es. Na, jetzt sehe ich dich. Und wir haben es geschafft. Und dort oben wird uns wohl eine Polizei erwarten. Dort haben wir ein weiteres Flugzeug, was den Himmel durchstreift. Natürlich erwartet uns hier wieder die Polizei. Die Frage ist, wo wir denn genau hin müssen. Oh, das ist doch blanker Selbstmord. Nun gut, man sollte nicht direkt auf Polizisten, die dazu noch bewaffnet sind, zulaufen. Ein schönes Begrüßungskommando. Ist ja nett, dass sie mich erwarten, aber so schön ist das nun auch wieder nicht. Ich weiß ja nicht, was die an mir haben. Dort sind die bewaffneten Polizisten. Das heißt, ich werde hier mal schnell Deckung aufsuchen, damit sie mich hier nicht treffen können. Okay, wir müssen es jetzt mal ganz umständlich machen. Oh Gott, da haben wir ja auch noch... Weg damit. Huiuiui. Jetzt aber schnell weg hier, denn sonst lebe ich nicht mehr lange. Bewegung, Bewegung! Ja. Ich bin hier gerade ziemlich eingekreist. Das macht's auch nicht besser. So, das war es für dich. Aua! Und das war es fast für mich. Wenn ich hier nicht aufpasse, dann lebe ich hier nicht mehr lange. Schnell rein! Holla! Schnell, hau auf den Knopf! Hör zu, Jack Knife weiß vielleicht was über den Mord an Pope, also lass dich nicht von ihm verarschen, okay? Ja, er war ein ziemlich guter Runner. Keine Ahnung, für wen er jetzt arbeitet. Ja, die Cops heizen einem ziemlich ein. Das muss man mal so neidlos anerkennen. Aber das ist schön. Und auf schwierig, da ist das wahrscheinlich noch packender. Weil man dann hier gar nicht sieht, wo man hin muss. Aber ich denke mal, das ist dann echt der Schwierigkeitsgrad, wo man das ganze Spiel auswendig können, kennen sollte. Und auch können sollte. Nicht so wie ich, der bei den Geschicklichkeitspassagen doch manchmal nicht die beste Figur macht. Aber schön, diese Lagerräume. Also, so sehen ja auch einige aus. So, dann häng dich hier ran. Ach, den müssen wir da jetzt verfolgen, oder was? Ja, ich hab doch Dings gedrückt. So, schnell hoch mit dir. Nicht lange ausruhen. Ja, das sagt sich so einfach nach solch... Ja. Ja, nach solch Verfolgungsjagd. Wo ist er denn jetzt hin? Ach, da hoch. Aber er will uns wahrscheinlich testen oder sowas. Komm, jetzt nicht lang hier Ruhe schieben. Diesmal hat es mit den Abrollen geklappt. Sehr schön. Hier rüber. Dann hier aufs Dach, um weiter
um auf ein weiteres Dach zu gelangen. Was wir jetzt wieder mit einem Weitsprung abschließen. Ach nein. Ich habe nicht so schnell bemerkt, dass sie sich fest... Na gut. Also, du willst es ja so, dass wir dich schneller verfolgen. Und wieder hier drunter durch. Jetzt mit einem geschickten Sprung hier rüber. Und das Abrollen hat geklappt, sehr schön. Also hier über den Zaun ganz elegant aufs Dach. Von diesem Dach auf ein weiteres Dach, wo wir uns wieder mit ohne Abrolllandung, aber dafür mit einem Festhalten, ja, aufs nächste bewegen können. Ach komm, jetzt rauf hier. Jetzt hab dich nicht so. Und ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie verfolgt werde durch einen Hubschrauber. Und rüber mit dir. Das Abrollen hat wieder geklappt. Vielleicht habe ich ja langsam das Timing raus, aber das könnte auch jetzt Zufall sein. Und ich werde daran denken, wenn ich den Sprung nicht richtig schaffe. Aber jetzt ist er geschafft. Also über diesen Zaun. Jetzt hier rauf auf dieses Dach mit dem nächsten Seil rüber. Wo ist der denn jetzt hin? Das war jetzt nicht deren Ernst. Also, so, da drüben ist er. Ja, eine Markierung wäre zum Beispiel nicht schlecht. Aber sie haben das halt so gehalten, was ich auch in Ordnung finde. Ist doch ein bisschen realistischer. Ein bisschen Anlauf holen, dass wir hier diesen Sprung nutzen können. Aber das wurde jetzt nicht gerade ausgelöst. Gerade nicht ausgelöst. So, besser. Du verlierst ihn, Faith. Ja, wenn ich dann sehe, wo er hin ist, das ist ja gerade das Problem, was ich nicht, was ich habe, dass ich ihn nicht sehe. Hier durch die Tür. Ich habe ihn wirklich ganz schön verloren. Verdammt! Du Drecksack. Oh, Entschuldigung, das habe ich nicht gesagt. Ja, jetzt ist die Frage, wo wird er jetzt halten? Weil eigentlich... müsste er ja, oder könnte er ja in einen anderen Stock rauskommen. Ach ja, schöne Beruhigungsmusik. Es ist alles gut. Nein, es ist gar nichts gut. Das ist ja doch schon wieder. Und diesmal drücke ich nicht die Leertaste. Kannst du auf einem anderen Weg zu ihm kommen? Solange er dort liegt, werden wir das nutzen müssen. Das ist Wahnsinn. Lauf und spring! Oh Gott! Ey, das ist doch purer Wahnsinn. Also, die Runners, die spielen schon ganz schön mit ihrem Leben. Und dass da auch mal Unfälle passieren, sieht man ja gerade. Dass er da an diesen Holzbalken gesprungen ist. Dieser aber, naja, nur lose dort lag. Ja, halte ich bloß fest, meine Gute. Wir haben da noch was zu klären später. Gott. Also man hat aber auch manchmal echt Angst, dass man hier über, irgendetwas drüber fällt. Nein, dass aber etwas unter einen zusammenbricht. Achso, hier haben wir ein Rohr. Die Runner's Vision ist schon sehr nett. Die Farbe, die durchzieht sich ja auch durchs ganze Spiel. Na gut, diesmal haben wir uns nicht abgerollt. Aber wir haben uns immerhin, naja, sliden lassen. Nun gut, jetzt sind wir hier auf diesem Baugerüst. Ich denke mal, wir müssen weiter nach oben. Ich dachte, da lag jetzt ein Gegenstand. Also, ja, weiter geht es. Vor allem das Schöne ist, wenn man jetzt diese Taste hier drückt, die Alt-Taste, die zeigt dann ja ungefähr, wo man hin muss. Das passiert halt so schön in der Bewegung. Ich weiß, warum du hier bist, Faithy. Sag mir einfach, was Icarus mit dem Mord an Pope zu tun hat, Jack. Ich habe gehört, es war ein Cop. Dann hast du was Falsches gehört. Stehst du auf Wrestling, Faith? Pope war Wrestling-Fan. Hat es geliebt. Er hat sogar einen Ex-Wrestler für seine Sicherheit engagiert.
Travis Burfield, war bekannt unter dem Namen Ropeburn. Kommst du irgendwann zum Punkt? Ropeburn? Nun, eigentlich ist er nur ein Schläger, der Glück hatte. Manchmal wissen die Leute einfach nicht, wo sie hingehören. Alle wollen immer im großen Teich schwimmen und übersehen die größeren Fische. An deiner Stelle würde ich bei diesem überbewerteten Stück Fleisch anfangen. Da wünsche ich gute Jagd, Faithy. Ich weiß nicht, ob es klug ist, direkt zu Ropeburn zu gehen. Werd ich nicht. Ich gehe zu Miller. Oh, Faith, was machst du bloß? Willst du ihm von Jackknife erzählen? Noch nicht. Er ist immer noch ein Cop, egal was Kate sagt. Siehst du ihn? Ja, er geht zu seinem Wagen. Lieutenant Miller? Ich bin Faith, Kates Schwester. Sie hatten ja eine Schwester erwähnt. Tja, wir reden nicht viel übereinander. Sie meinte, ich soll zu Ihnen gehen, wenn was schief läuft. Sie wurde verhaftet. Und Sie sind nicht zufällig die Verdächtige, die vom Tatort geflohen ist, oder? Nun, es ist schwierig, sich zu erinnern, mit einer Waffe im Gesicht. Ich weiß, was Sie sind. Es war eine Falle, oder? Ich weiß, dass Kate zu so etwas nicht fähig ist. Aber mein Captain stellt mir verdammt unbequeme Fragen. Und ich komme nicht mal in ihre Nähe. Sagt Ihnen vielleicht der Begriff Icarus etwas? Wieso? Es wird hier erwähnt. Pope hatte das in der Hand. Vielleicht aus seinem Tagebuch. Sie haben Beweise gestohlen? Kate ist alles, was mir in Familie bleibt. Und Cops überleben im Knast nicht lange, Lieutenant. Wenn sie verurteilt wird, ist das ihr Todesurteil. Ich nehme sie nicht fest. Das bin ich Kate schuldig. Aber eine Menge Leute werden das versuchen. Und das kann ich nicht verhindern. Lernen Sie lieber wegzulaufen. Laufen kann ich am besten. Ropeburn hat ein Büro bei Sea Burfield International Shipping nahe U-Bahn Riding Park. Oben auf dem Gebäude müsste ein Schild sein. Ich habe Ropeburn mal beim Wrestling gesehen, hat seinem Gegner den Arm gebrochen und im Ring richtig einen Kopfstoß verpasst. Wenn Ropeburn wirklich was mit dem Mord an Pope und dem Komplott gegen Kate zu tun hat, dann ist er bestimmt kein großer Redner, sondern ein Kämpfer. Na, da wartet ja einiges auf uns. Wir werden uns aber erstmal den Weg zu ihnen bahnen müssen. Aber nicht jetzt, das muss Zeit haben für den nächsten Part. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn euch der Part gefallen hat. Und entsprechendes Feedback wäre natürlich auch nicht verkehrt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, euer The Friend Scene.